Hoi meine Freunde, willkommen zurück auf Galley Island. Willkommen zurück zu unserem kleinen Angespielt zu Pirate Republic. Nein, Republic of Pirates. Wie auch immer, wir sind Piraten, wir halten uns nicht an Regeln. Und geneigte Beobachter der ersten Folgen, Zuschauer, danke, dass ihr noch da seid, werden sicherlich merken, dass sich Dinge verändert haben. Irgendwie, es sieht gleich aus, aber doch anders. Und ja, ich muss euch berichten, wir sind ja noch in der Pre-Launch-Phase. Hier ändert sich immer mal wieder was am Spiel. Und tatsächlich, es gibt eine neue Version, die jetzt auch als Demo live gehen wird. Und für mich heißt das, mir hat mein Spielstand zerschossen. Das heißt, alles sieht jetzt wieder etwas anders aus. Ich hab's aber so grob wieder aufgebaut, wie es einmal war. Die Sägewerke sind im Norden, die Kapitänshütte auch, Segelproduktion, Rumproduktion und natürlich, wir haben mehr Rum, als wir brauchen. Das ist einfach Pflicht. Red Island wurde auch eingenommen, auch hier die Lehmgrube steht. Ich habe hier zusätzlich noch einen Fischereihafen hingeplanscht. Aber das war's schon. Also, alles wie vorher, aber irgendwie anders. Unsere kleine Flottille liegt ja auch bereit, denn der Plan ist klar. Wir wollen Unheil verbreiten. Red Island gehört uns bereits. Hellgate Island auf der Liste. Aber bevor es soweit ist, wollen wir zu unseren zwei, drei Catch und unserer kleinen Brick. Ist es eine Brick? Die Sirene ist die Catch. Nicht. Drei Kocken, eine Catch. So ist richtig. Hätte ich gerne noch eine zweite Catch. Und für die zweite Catch brauchen wir, wie sich das gehört, mehr verbesserte Segel. Und da gehen wir jetzt auf Plündertour. Und ab geht's. Wir plündern hier die große Handelsroute. Ihr werdet auch gemerkt haben, wir haben die Taverne noch nicht gebaut. Ja, ich bin ein bisschen durchgerusht. Wir warten hier noch auf die 10 Lebenssiegel und nutzen die Chance derweil hier mal Piraten. Und wir haben kaum noch Seil. Da sollten wir vielleicht mal was in der Seilerei ändern. Das können wir machen. Wir gehen hier ein bisschen auf Creeps und holen noch ein bisschen Beute. Weil wir wollen ja auch unsere Kapitäne verbessern. Und das geht am besten mit Kampfeinsätzen. Aber was sagt ihr mir? Ja, wir haben tatsächlich wenig Style. Dann machen wir hier noch ein bisschen Bambule und plündern. Brandschatzen und so weiter. Was kommt da Schönes? Du siehst groß aus. Eine Bark 2000. Gucken wir mal, ob wir hier eine Chance haben. Aber ja, wir sind zu viert. Komm, holt ihn euch. Holt ihn euch. Einmal hier Nebelwerfer und Breitseitenfeuer. Ja, aber die Bark peilt schon heftiger aus. Aber das macht nichts. Und wir können einsammeln. Und finden Dublonen und Go, wie sich das gehört. Und kehren dann mit unserem Schiffchen zurück in den Hafen. Was ihr jetzt hier seht, man kann in der Zwischenzeit mit der linken Maustaste entsprechend Loot auf der Karte auswählen und die Schiffe sammeln dann ein. Ihr seht hier. Aber ich hatte gesagt, wir brauchen, und da bauen wir einfach hier weiter, mehr Seil. Der Weg soll hier durchgehen. Und dann können wir hier unsere kleine Plantage hinbauen. Ja, genau. So, Seil wird produziert. Und damit können wir auch noch eine zusätzliche Seilerei aufstellen. Ab geht's. So. Und hier ist unser reparaturbedürftiges kleines Kätzchen. Und ich hätte ja gesagt, wir wollen eine neue Catch. Die holen wir uns noch. Und Kapitän Jasper Beaumont. Oder doch lieber was mit Arabella Angriff. Ach, das ist einfach. Na, Maggie Blackwood. Maggie bekommt die zweite Catch. Schicke neue Segel.
Und natürlich, wir haben jetzt hier mal den schwarzen rum. Öfter mal was Neues. Lassen wir noch vom Stapel und hier kommt zurück. Und sobald die Catch am Start ist, da oben gibt es noch Loot, wird es Richtung Hellgate Island gehen. Und wir wollen dann auch jetzt die Taverne bauen. Mir fehlt noch ein Lehmziegel, fehlt noch. Ich glaube, hier. Wir flanschen die hier mitten rein. Zur Freude aller. Glaub nicht, aber egal. Passt doch super. Oh, zu wenig Arbeiter. Da müssen wir eh was tun. Das Beste, wenn man zu wenig Arbeiter hat, ist sicherlich Hütten abreißen. So, erstmal die Taverne. Die ist ein bisschen unförmig. Das macht uns aber gar nichts. Wir gestalten hier. Oh, die pflanzen auch gleich wieder Bäume nach. Wir pflanzen hier Bäume hin. Ja. Und jetzt weist er uns auch nochmal darauf hin. Wir sollten. Und das werden wir auch. Ja, wir bauen hier ein bisschen um. Wie sich das gehört. Mehr Hütten. Hütten. Haben wir ja einen schönen Versatz drin. Macht ja nichts. Wir bekommen bestimmt noch Deko-Objekte, die wir reinstellen können. Ach, solche Ecken finde ich nett. Jedes Mal. Ich weiß, ich wiederhole mich. 127 Arbeitskräfte fehlen. Ja, Papa. Da müssen wir wohl was richtig was tun. Dann bauen wir ja mal richtig. Großbaumeister am Werk. Ah ja, da. Guck mal, da kommt der Weg. Und hier kommt der Weg. Und. Ja, ich glaube, den Weg lassen. Den Weg lassen wir hier enden. Und bauen das dann so. Ja. Schick. Hier haben wir, wie gesagt, Platz für Deko. Und Arbeitskräfte geht nach oben. Jawohl. Oh, die wollen einen neuen Marktplatz. Da sind wir ein bisschen weit weg. Ihr seht's. Das heißt, wie sich das gehört. Ein Marktplatz. Kann auch hier hin. Wir wollen ja, dass mehr Leute einziehen. Machen wir also deutlich größer. Kleines Bordellchen. Baut mal schnell. Mehr Hütten. Mehr Hütten, mehr Hütten. Und ihr seht, die Einwohnerzahlen gehen nach oben. Auch wieder die Steuereinnahmen. Und jetzt wird es Zeit. So ist es denn. So, Schiffchen repariert. Bau starten. Also da oben ist mein fünftes Schiff. Kommt her. Die Sirenen. Und los geht's. Wir gehen auf Plünderzug nach nach Hellgate Island, ne? Da haben wir. Unsere kleine Flotte ist unterwegs. Und wir segeln fröhlich vor uns hin. Wir warten. Wir sehen hier derzeit. Ja. Alles okay soweit. Da geht's weiter. Komm mal mit 5 Schiffen da zu Rande. Eieiei. Die haben ja auch Türme. 1, 2, 3, 4, 5. Die sind ja richtig schwer bewacht. Dann fangen wir einfach mal hier an und gucken, was wir hinbekommen. Ihr werdet eingenebelt. Und der zweite Nebelwerfer. Oh no! Oh no, da kommt einer! Da kommt einer! Der Ja. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir wollen ja kein Schiff verlieren.
Das finde ich schade, dass man die hier nicht so automatisch zum Dock zurückschicken kann. Aber wir werden jetzt erstmal mal heimfahren. Ich hänge an meinen Schiffen. Hier geht's zurück. Ja, ich weiß, es wird vermutlich reichen von der Feuerkraft, aber so viel Zeit muss sein. Wir beschleunigen auch ein bisschen. Die kleine Truppe geht zurück, repariert. Und dann können wir hier auch. So, Truppe ist einsatzbereit. Wir laufen wieder aus. Altes Auslaufmodell. Lieber ein Schluck. Oh, der ist gefährlich. Das sind Spanier. Den weichen wir aus. Und dann gehen wir hier, wie sich das gehört, nach Hellgate Island. Kommt die Truppe einmal ein bisschen schneller und da sind wir. Und dann wollen wir hier doch Türmsche. Erstmal Türmsche wegmachen. Alle in Angriffsposition, Türmsche einnebeln. Schweres Breitseitenfeuer nochmal einnebeln, bitte. Und auch dieser Kahn wird. Und dann haben wir hier noch ein Türmsche. Und dann würde ich sagen, durch den Punkt ist noch mehr Türmsche. Breitseiten! Schweres Breitseitenfeuer drauf. Und auch hier schicke Levelaufstiege. Und wir gehen einsammeln an Loot. Was haben wir Schönes? Kuriositäten und Dublonen. Aber wir fühlen uns fit in die Meerenge rein. Und hier ist noch ein Turm. Und den holen wir uns. Wir nutzen unsere schweren Breitseiten natürlich voll rein. Und den Nebelwerfer. Und dann erklären wir denen hier, das ist unsere Insel. Wir brauchen hier jetzt nicht abzurücken, weil wir werden hier ja einen Dock bauen, dann können wir da reparieren. Insofern gönnen wir uns hier jetzt einfach die Zerstörung der Siedlung. Jawohl, alles. Bam. Und da ist sie, Hellgate's Island. Ja, diese Insel verdankt ihren Namen, ihrer ungewöhnlichen Felsformation. Natürlicher Schutzwall gegen Möchtegern-Angreifer. Ja, aber vielleicht richtige Angreifer. Ieieiei. Holzstämme, Zucker, Fisch und Lehm. Seltene Materialien, Eisenerd. Aha. That's three islands under our control, Captain. We're making steady progress into the archipelago. Just remember that with each island we take, the more we expose ourselves to attack. We must ensure each island is well provisioned and defended. Du sprichst weise Worte gelassen aus. Und ja, wir wollen hier aber jetzt die Insel natürlich haben. Und das Erste, was wir machen, ist ja mal den Kahn reparieren. Wir haben kaum noch Style. Ja. Hellgate's Island hat gar keine Wildschweine. Wir waren doch auf Wildschweinjagd. Hätten wir nach Bear Island müssen. Eieiei. Wir haben hier minus 100% Wildschweine. Für mich heißt minus 100% Wildschweine. Wir gucken das einfach mal an. Komm, wir probieren es. Wir bauen hier Wildschweinlager. Ihr dürft jetzt eigentlich null produzieren. Ja. Wir sehen's, ne? Minus 100%, der macht nichts. Genau. Also
Hier wird nichts produziert. Das heißt wirklich, minus 100%, die Ressource gibt es hier nicht, obwohl es sie hier gibt. Wie auch immer. Um Kosten zu sparen und Mühen, reißen wir das Teil wieder ab. So. Das heißt, wir gehen hier nach Hellgate Island. Und ja, nächster Schritt Fair Island, ne? Da gibt's Wildschweine. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Weil hier haben wir jetzt erstmal das Dock gebaut. Da ist Eisen. Das ist doch schon mal schick. Und hier können wir auch Lehm abbauen. Und das ist deutlich besser. Das heißt, ja. Wie gucken wir uns die Insel eher hier oben oder eher. Boah. Das. Also eher hier dieses Eckchen. Ah, hier ist nichts. Da ist Fels. Okay, das heißt, wir bauen hier ein kleines Dörflein. Das beginnen wir dieses Mal, wie sich das gehört, mit dem Marktplatz. Und den Wegen um den Marktplatz. Und kleine Hütte. So, sieht doch nett aus, oder? Ich bin schon. Können wir hier noch Wege bauen. Wie sich das gehört. Dieser Weg wird ein weiter sein. Und dann werden die Leute hier auch glücklich werden. Hoffe ich doch. Für uns ist das die Chance, hier vor allen Dingen eine bessere Lehmgrube hinzustellen. Was haben wir hier noch? Fisch. Fisch haben wir hier auch. Ja, super. Und Sucre. Ja, großartig. Wenn wir irgendwo Schnaps brennen, dann hier. Aber wir haben ja noch rum. So. Und dann aufwerten. Kann nicht aufgewertet werden. Was fehlt den Leuten hier? Ah! Quasi ein Platz zum Spielen. Haben wir. Und wir sollten hier noch ein bisschen weiter bauen. Wir können ja noch in die Richtung ein bisschen expandieren. Plönk, plönk, da ist ein Wegchen. Großartig. Und zack, die Wack, ist ein neues Dorf entstanden. Kleine Piratensiedlung. Will immer noch nicht aufgewertet werden. Was fehlt euch? Habt doch alles. Eieiei. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aufgewertet ist. Ihr könnt hier als allererstes mal. Ja, wie sagt man? Also, uns fehlen Bretter und so. Verteidigungstürme, 2 bis 3 Stück, werden wir hier auch noch hinstellen. Aber in der Zwischenzeit läuft die Flotte wieder aus. Wir haben ja noch die 2. Insel auf unserer Liste. Da gibt es die Wildschweine, die wir für die Mission brauchen. Aber wir gehen natürlich hier auch erstmal auf Beutezug. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt helfen. Kinder. Und ab geht's. Wir wollen ja auch, dass unsere Kapitäne hier auf den Schiffen leveln. Und vielleicht finden wir ja auch noch irgendwo Kanonen. So. Dann wollen wir ja auf die Handelslinie wieder. Da kommt aber ziemlich viel Verkehr. Ich glaube, wir gehen erstmal hier sammeln. Until we strike soundings in the channel of old England, a
Okay, hier haben wir ja auch die Möglichkeit, mal die Insel anzufahren. Das bietet sich ja geradezu an. Weil auch hier können wir ja reparieren. Und dann schauen wir mal, wo wir hier noch ein bisschen Beute machen können. Oben steht noch einer rum. Ah, der ist mir zu klein. Wir gucken uns hier die Insel an. Ja, hier. Bear Island. Ja, die sind hier verteidigt, aber das macht nichts. Die werden wir uns schnappen. Auf geht's nach Bear Island. Stay low. So, und dann halten wir hier rein. Nebelwerfer nicht vergessen. Und easy peasy wieder ein Level abgegriffen. Noch mehr Kuriositäten. Oh, unabhängige Piraten greifen Hellgate Island an. Eieiei, was ist jetzt kaputt? Wo ist meine Flotte? Wir werden nicht angegriffen. Flotte zurück nach Hellgate Island. Eieiei. Haben einen Angriff gestartet. Okay, die Flotte ist unterwegs. Wir können mal hier... Wir haben kaum noch Seil. Ja, das passiert uns häufiger, ne? Wir sind in eine Schlacht verwickelt. Jetzt wird hier aber wild. Aha, da sind sie. Ei, wir haben die... Okay, wir fahren erstmal zurück nach Hellgate Island. Was kommt da denn alles? Eieieiei. Okay, erstmal zurück nach Hellgate Island. Und natürlich, hier können wir noch einen zweiten Turm setzen. Der sollte nicht. Die kommen hier echt herunter. Die haben Nerven. Kommen hier in die Bucht. Einmal in die Bucht. Das ist zwar eigentlich seefahrtstechnisch nicht so sinnvoll, aus der Bucht zu kämpfen, weil Luftvorteil und sowas. Was heißt, ablandiger Wind kommt uns zugunsten, weil Schiffe können nicht einfach so frei stehen. Aber hier ist erstmal wieder der Nebelwerfer. Und dann ist hier gut. Ei, Bauholz, Segel. Okay, bevor wir auslaufen, reparieren wir wieder. Und wo ist jetzt? Benachrichtigung, wir sind verwirrt. Unabhängige Piraten. Das heißt, Flotte nach da oben bitte. Und wir wollen, wenn wir schon die Zeit haben. Ja. Wir können maximal 5 Kapitäne haben. Okay, das heißt, maximale Anzahl an Schiffen haben wir erreicht. Schrecklich. Das ist ja fies. Doch, wir lassen die Spanier hier in Ruhe. Sie sind nicht unsere Feinde. Wir sind hier oben unterwegs, um den Kollegen hier auf der Insel zu erklären, wer die Guten sind. Und da sehe ich mich doch ganz klar im Vorteil. Ei, und dann weg mit dir. Los Guerreros. Weg ist er. Und wieder ein Levelaufstieg. Die Jungs da drüben lassen wir mal passieren. Wir haben hier noch... Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun.
Und dann da rein. Oh, oh, oh. Okay. Die gute hat ein bisschen erwischt. Was so ein bisschen schade ist natürlich, da die Schiffe nicht von Hand regenerieren. Das heißt, für unseren nächsten Angriff schicken wir erstmal die Catch auf jeden Fall zurück, der Rest der Flotte. Du hier und hier. Oh, hier sind beide Catch. Ah, das ist blöd. Okay, dann kann die Flotte. Hätten wir eine Catch gehabt, hätte ich die Flotte beibehalten. Aber so, ihr fahrt zurück nach Red Island. Könnt dort nachtanken. Und yeah. Bear Island steht auf der Liste. Zurück nach Red Island. Auf Red Island gibt es auch keine Wildschweine, oder? Ne, da gibt es Aloe Vera auch nicht. Da gibt Fisch und Hanf und ja. Wie sieht denn das mit Seile? Wieso haben wir so wenig Seile? Baumwolle. Weil es. Okay. Müssen wir echt noch nicht. Noch mehr Hanf? Oder was? Galley Island, noch eine Hanfplantage. Ach komm, machen wir. So viel Zeit muss sein. Haben wir. Und noch eine Seilerei. Was ist das? Die Rumbrennerei hat nicht genug Materialien auf Lager. Das ändert sich gleich. So. Was, wie sieht es hier aus? Hier. Gold ist da. Okay, Baumwolle liegt einfach nur brach. 50 Segel. Ja, okay. Es wird hier jetzt auf jeden Fall geseilt. Vielleicht sollten wir den hier noch ein Depot hinstellen. Das wäre vielleicht gar nicht so die dumme Idee. Manchmal fallen mir echt Dinge ein. Ja, okay. Dann haben wir gesagt, wir wollen die Flotte reparieren. Und ach komm. Du fährst an der Pirateninsel vorbei. Wie dämlich kann man sein? Wenn du schon da bist und wir da sind, ne? Dann passt das doch. Alter, kommt. Da ist noch einer, der besonders mutig ist. Wir haben Hühner gefunden und Tabak und Leder. Eure Hühner. Jetzt geht's hier aber los. Captain Chicken. Also, ich würde mir wünschen, Quality of Life mäßig, dass auf jeden Fall das mit dem entsprechenden Regenerieren von Schiffen schneller, einfacher, wie auch immer geht. Und jetzt holen wir uns noch die zweite Insel. Und dann kann es hier weitergehen. Tempo ein bisschen runter, dass wir im Gefecht auch irgendwelche Chancen haben. Eieiei, die sehen hier aber auch übel verteidigt aus. Kommt alle rein und jetzt drei Zeichen Feuer. Komm, Focus. Und hier, du gehst weg. Und plündern. Brandschatzen. Sehr gut. Nehmen unsere Beute mit.
Wir haben kaum noch Seil. Das kann gar nicht sein. Wir haben gerade Seil nachproduziert. Und natürlich legen wir hier alles in Schutt und Asche, wie sich das gehört. Levelaufstieg, Levelaufstieg. 23. Jo, wird besser. 26, 26, 28. Er kriegt bald den Galeonenbonus. Okay, wir können die Insel noch nicht übernehmen. Das ist schade. Die Kogge hier. Lassen wir hier mal zurück. Und ihr vier greift noch den letzten Turm an. Dann wird das für heute gewesen sein. Sobald das Türmische weg ist. Aber da haben wir ja gute Erfahrung. Einmal Turm weg. Wie beim Schachspielen. Nicht aufgepasst und zack ist der Turm weg. Grinder. Und direkt mit dem Nebelwerfer. Alter, der Nebelwerfer ist schon stark. Die Breitseite gar nicht so sehr, aber der Nebelwerfer... Jawohl. Oh, hier ist der Hafen. Ich dachte, da unten ist der Hafen. Ah, hier. Ich möchte den Hafen haben. So. Endlich. Wir haben es übernommen. Und damit fahren wir hier erstmal nach unten. Besetzen die Insel. Reparieren unser Schiff. Und damit würde ich sagen, für heute war's das. Ich sag Ahoi und Goodbye. Beim nächsten Mal gibt's hier auf Fair Island Wildschwein. Wir freuen uns und machen den Obelix. Aber erst beim nächsten Mal. Wie immer am Ende. Tschüss. Bis dann. On the shores of Nassau Isle, sailors live with grit and guile. Rum flows like the ocean tide in the land where we reside. Flags of skulls and bones we raise, cannon fire lights the base. Golden glory fill our night. We stand strong, we stand to fight. Yo ho ho and a pirate's cheer. Freedom lives, we have no fear. In the Republic of the Free, pirates rule upon the sea. Treasure maps and hidden caves, code we follow makes us brave. Ships of fortune we will chase. Adventure we embrace. Brotherhood and sisters call. Rise together, never fall. See us barking in the wind. To the end we will defend. Yo ho ho and a pirate's cheer. Freedom lives, we have no. Brotherhood and sisters call. Rise together.